Danke! So, ja, wie ihr seht, ganz spontan im Quasselbahn. Also, da vorne wird schon fleißig gemäht. Und Attacke, dann geht es nämlich direkt hier runter und dann seid ihr schon an der schönen Ruhe. Also, ehemaliger Kirmesplatz, haben wir erfahren. Natürlich schade, dass ja, das Schaustellerleben oder die Kirmes an sich ja nach und nach halt echt, also die kleinen Dinger immer mehr verschwinden. So, hier ist der Weg runter und da ist die schöne Ruhe. Direkt nebenan Harkortsee, Naturfreibad, Spielplatz. Richtig gut, richtig toll. Und wie gesagt, hier ist genug Platz. Ich könnte mal grobe Keller einfach mal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ein bisschen laut. 19, 20, 21, 22, 23. Wir sagen Daumen hoch, super Arbeit. Wir halten uns schön den Platz sauber oder beziehungsweise mähen auch für uns. Ja, einen lieben Dank an den städtischen Mitarbeiter, an die Kommune Wetter. Toll, dass es sowas noch gibt, ne? Sage ich ganz klar. Und nehmen wir ein bisschen Müll sammeln. Hier ist nicht viel, gerade auch schon geguckt. Geben wir in der Natur natürlich ein bisschen was zurück, ne? So, dann machen wir uns gleich an die Google-Maschine. Ich weiß, heute ist ein bisschen mehr, glaube ich, an Videomaterial, was zusammenkommt. Hihi. So, dann bis gleich. So, hier draußen einen schönen Platz gefunden und Screen-Recorder schon vorbereitet. Schmeißen wir die Google-Maschine an und dann gucken wir, was die Stadt Wetter kann. So, Screen-Recorder an und wir starten wieder Stadtwetter. Auch wieder eine Kreisstadt, kann ja auch nur, ne, wenn wir im EN-Kreis unterwegs sind. Und ja, auch wieder sehr übersichtlich, alles da, was wir brauchen. Da haben wir Freizeit in Wetter. Und links direkt die Reiter, Tourismus, Freizeitangebot, Bäder und Sauna. Gehen wir mal auf Tourismus. Kalik. Ja, da sind wir schon den Harkortsee. Ne, das ist ja alles direkt hier um die Ecke. Ne? Also, Tipps zur Freizeitgestaltung in Wetter, Stadtrundgänge. Also alles da, Stadtporträt, Stadtgeschichte, Wetterköpfe, Sehenswürdigkeiten, Stadtrundfahrten und Rundgänge. Klickt euch da rein. Freizeitangebot, da wollen wir jetzt so ein bisschen hin. Radfahren in Wetter geht genauso gut, genauso schön, wandern so oder so. Kletterwald, also hier gibt es einen schönen Kletterwald. Den haben wir auch hier oben schon aufgemacht. Zack. Ne, klickt da hier schön auf das YouTube-Video und lasst euch mal ein bisschen inspirieren. Ich pack das mit hinten dran. Machen wir auch. Packe ich mit hinten dran. Und ja, auf dem Wasser kann man auch viel machen, ne, ob es die Schiffsfahrt ist oder halt mit dem Kanu. Und hier kommen wir jetzt zu einem schönen Punkt, die Ruhrtalbahn. Da müsst ihr mal gucken, weil ich glaube, der Schienenverkehr an sich wurde ein bisschen reduziert. Aber einfach draufklicken auf die Website und dann landet ihr jetzt bei Ruhrgebiet Stadtrundfahrten. Und da einfach mal drüber gucken, was so geht. Auch hier haben wir, glaube ich, nochmal ein YouTube-Video. Ja, sicher. Online Stadtrundfahrt Essen. Okay, das ist jetzt für uns unwichtig. Aber da könnt ihr euch hier durchklicken und da seht ihr schon jede Menge Bildchen. Also das ist jetzt dann aufs Ruhrgebiet gemünzt. Ja, also hier Ruhrtalbahn. Einfach mal kicken. Ich kann das ja mal eingeben. Weil eigentlich dachte ich, dass ich bei der Ruhrtalbahn lande. Ne. Lassen wir mal die E weg. Ruhrtalbahn, Ruhrtourismus. Okay, haben sie auf Facebook. Gar kein Problem. Mache ich euch einen Link von Facebook rein. Aber es bleibt das gleiche. Also gleiche Link. Also kommt er dann halt nur so da drauf. Ja, Freizeitangebot. Alles ist da. Kultur und Feste. Gehen wir mal drauf. Warum denn nicht? Ach, guck mal, schönes Seefest. Seefest. Dann Henrietten Davidis Museum. Kochbücher, Küche, Küchen, was haben wir, Kinderkaufläden und Co. Und Kulturzentrum Lichtburg. Kunst- und Kulturprogramm. Also, wenn ihr hier Kultur erleben wollt, das funktioniert auch. Kalik, Bäder und Freizeit. Das heißt, ich mache mal eben kurz hier Google Maps auf. Jetzt seht ihr hier schon hier unten links Camping, Parkplatz, Stellplatz für Wohnmobile. Auch, wie gesagt, er ist immer noch kostenlos. Keine Ver- und Entsorgung. Was haben wir hier auf der Brille? Keine Ver- und Entsorgung, kein Wasser, einfach nur stehen. Also müsst ihr euch vorher schon mal vorbereiten. Fahrzeug sozusagen, ja, ich sage mal auflasten, ne? Fertig machen. Aufrüsten, so rum. Aufrüsten und fertig machen. Und ja, dann Katzensprung, Naturfreibad, wenn man hochgeht, also flussaufwärts. Und natürlich dann der Harkortsee. Auch direkt hier oben Anlegerstelle für die Fähre, Wetterherdecke. Richtig toll. Also es ist alles da. Auf der gegenüberliegenden Seite ein, jetzt steht hier ehemaliger Yachthafen Harkortsee. Einfach mal gucken, ist auch schön anzugucken. Und man kann auch ja, eine schöne Fahrradtour hier machen. Ne? Also hier ist wirklich was los. Und das Naturfreibad. Panoramabild, Liegewiese. Machen wir einfach mal hier die Rutsche. Kleines Becken. Okay, also da könnte man sich nochmal ein bisschen besser aufstellen auf der Homepage. Ganz klare Kiste. Aber es ist auf jeden Fall, der Besuch lohnt sich. Da seht ihr das dann, ne? Guck mal, jetzt haben wir doch eins der wichtigen Bilder. Richtig schön. Dann haben wir Panorama, haben wir auch sonst noch was, Bäder und Sauna. Wir gucken mal, also in Oberwengern wäre dann das nächste. Also Sport- und Freizeitbad Oberwengern. Straße ist die gleiche. Gucken wir mal eben hier. Standort. Das gehört dann auch noch zu Wetter. Und von hier aus, Routeplan, gucken wir mal eben, ne, damit ihr auch wisst, was los ist. Also 5 Minuten mit dem Fahrzeug und zu Fuß halt 26 Minuten. Aber das lohnt sich. Ne, jeder Gang mal schlank, bleibt in Bewegung. Das heißt, dann geht er von Ruhrseite zur anderen Ruhrseite. Also quert er dann einmal da durch die Stadt durch. Ist auch richtig schön anzusehen. Ne, dann über die Brücke Richtung Bundesstraße 234, 226 und dann passt das. Jo, ich habe nichts mehr. Wir genießen jetzt den Tag. Gucken. Es wird wieder ein Konflikt zwischen Ruhr, Harkortsee, Eis essen, sich in einen Café setzen, Espresso trinken und natürlich dann auch noch den Wohnmobilstellplatz genießen. Ja. Heidenei zum Kuckucksei. Mal gucken, was wir machen. So, dann seid gespannt. Ja, wie gerade am Screen erklärt bei Google Maps, der Harkortsee und natürlich auch der Fähranleger. Was haben wir sonst noch? Direkt hier oben richtig schön Gastronomie und auch noch wieder volle Pulle Action Spielplatz und dann geht's da hoch ab in die Stadt. Ab in die Altstadt, richtig, richtig schön, herrlich. So, Harkortsee im Hintergrund. Jetzt geht's hoch, Gelato essen, Eiscafé Dolomiti. Juhu! So, die Dolomiti Eisdiele im Hintergrund. Das Eis war sehr, sehr gut, sehr, sehr lecker. Ja, sieht jetzt nicht so klassisch aus, wie man das so kennt, wie so eine Eisdiele. Ist sehr versteckt, aber dahinter befindet sich ganz viel Eisdiele. Also, ja, wagt es hier hoch und dann Gelato-Time. Grazie.